Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Sohnwaldgepurzel. Heute machen wir was richtig Leckeres. Wir machen uns Zwiebelfleischburger. Zwiebelfleisch kennt ihr bestimmt von der Kirmes oder vom Jahrmarkt. Das ist mega lecker und wir machen heute Burger draus. Das Zwiebelfleisch könnt ihr im Gasgrill, auf dem Kugelgrill indirekt oder im Backofen zubereiten. Schauen wir uns mal die Zutaten an. Ich habe hier 1,5 Kilo Schweinenacken vom Metzger meines Vertrauens. Dann haben wir 3 Kilo Zwiebeln. Man sollte beim Zwiebelfleisch immer die doppelte Menge an Zwiebeln nehmen. Das heißt, 1,5 Kilo Schweinenacken, haben wir 3 Kilo Zwiebeln. Die Zwiebeln, also aus den Zwiebeln, tritt nachher auch richtig viel Saft beim Garen aus. Und somit bleibt das Fleisch auch richtig schön saftig. Dann haben wir an Gewürz, habe ich 6 Esslöffel Magic Dust. Dieses Gewürz bekommt ihr überall im Lebensmittelhandel oder unten in der Videobeschreibung, da verlinke ich euch das. Oder wenn ihr Lust auf einen anderen Barbecue Rub habt, könnt ihr natürlich nach eigenem Geschmack auch einen anderen nehmen. Ich würde halt einen verwenden mit einem hohen Paprikaanteil. Ja, dann brauchen wir 3 Zehen Knoblauch und dann nochmal 4 Esslöffel Zucker und einen halben Esslöffel Salz, das habe ich schon vermengt. Dann brauchen wir 400 Milliliter Rotwein. 5 Esslöffel Balsamico, 2 Esslöffel Worcestersoße, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, und 2 Esslöffel Zitronensaft. Ich würde sagen, dann legen wir los. Zuerst schneiden wir das Fleisch in Scheiben und dann in Streifen. So kann man es später besser wie Pulled Pork verzuzeln. Ich schneide hier einfach mal eine Scheibe ab und zeige es euch. So, jetzt haben wir eine schöne Scheibe, die ist so daumendick und die schneiden wir jetzt nochmal in Streifen. Und die Streifen geben wir dann in eine Bratenform und die werden dann gleich mit unserem Rub gewürzt. Aber jetzt schneide ich erstmal alle Streifen und dann würzen wir das Fleisch. Jetzt würzen wir unser Fleisch. Dazu nehmen wir unseren Rub. Wir haben da ja 6 Esslöffel quasi abgewogen. 5 Esslöffel davon geben wir jetzt übers Fleisch. Einen brauchen wir noch für die Zwiebeln später zu würzen. Und so, das behalten wir uns noch für die Zwiebeln später. Und jetzt richtig schön vermischen, dass das Fleisch komplett mit dem Gewürz bedeckt ist. Jetzt, wo wir das Fleisch richtig schön mit der Würzmischung vermischt haben, stellen wir das Fleisch beiseite und kümmern uns um die Zwiebeln. Ich stelle das mal ganz darüber. Ich habe mir hier noch ein weiteres Gefäß geholt. Braucht man eigentlich nicht. Man kann auch eine Schüssel nehmen. Ich habe das nur gerade jetzt greifbar gehabt. Deshalb habe ich einfach noch so eine Backform genommen. Ja, die Zwiebeln müssen wir jetzt noch schneiden. Ich schneide die einfach in Ringe, weil wir die später nachher sowieso noch durchkneten. Ja, einfach ein paar schöne Ringe schneiden. Und das dann mit 3 Kilo Zwiebeln. Dauert jetzt einen Moment, aber geht. Nachdem wir unsere Zwiebeln geschnitten haben, reiben wir jetzt noch den Knoblauch darüber. Aufpassen, dass man sich nicht in die Finger reibt. Und wenn wir den Knoblauch darüber gerieben haben, dann geben wir noch die anderen Gewürze dazu. Den Knoblauch haben wir jetzt drüber gerieben. Jetzt
kommen noch die Gewürze. Wir haben ja einmal Salz und Zucker schon vorgemischt. Das geben wir drüber, verteilen wir schön über die Zwiebeln. Dann haben wir ja noch ein Esslöffel von unserem Gewürz, was wir uns zurückbehalten haben. Ja, und jetzt mischen wir die Zwiebeln durch, und zwar richtig kneten. Erstens werden die Zwiebeln dann noch mal ein bisschen zerkleinert und da kommt jetzt Saft raus aus den Zwiebeln, wenn man die schön durchknetet. Die müssen jetzt richtig fest durchgeknetet werden. Damit da schön der Saft rauskommt. Wenn ihr die Zwiebeln ein paar Minuten durchgeknetet habt, dann verlieren die richtig Saft. Also dann ist das perfekt. Jetzt geben wir das Fleisch dazu. Und vermischen das auch nochmal miteinander. Die Zwiebeln und das Fleisch. Oh, das riecht jetzt schon mega lecker. Ja, das müssen wir jetzt auch noch mal richtig schön vermischen. Oh, wie saftig. Nachdem wir das Fleisch und die Zwiebeln schön vermischt haben, nehmen wir uns den Rotwein und geben da noch 5 Esslöffel Balsamico, 2 Esslöffel Worcestersoße und 2 Esslöffel Zitronensaft hinein. Also fangen wir an mit dem Balsamico. Fünf. 2 Esslöffel von der Worcester, ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Und noch 2 Esslöffel Zitronensaft. 1, 2. So, und das verrühren wir jetzt schön, dass das richtig schön gemischt ist. Holen uns dann unser Fleisch wieder rüber und schütten einen Teil dieser Soße oder einen Teil dieser Flüssigkeit, ist ja keine Soße, über das Fleisch und die Zwiebeln und einen kleinen Teil lassen wir noch stehen, falls wir noch mal Flüssigkeit nachkippen müssen, während das Fleisch im Gasgrill gart. So, den Grill habe ich auf 170 Grad vorgeheizt. Wir erhitzen das Fleisch indirekt, das heißt, wir haben nur die beiden äußeren Brenner an. Der innere ist aus, weil sonst das Fleisch von unten verbrennen würde. Ich schließe jetzt den Grill und wir, na, jetzt aber, und wir schauen jetzt alle 30 Minuten nach der Flüssigkeit und ich denke, dass das Fleisch so in 2 Stunden ungefähr gar ist, dass wir das dann weiterverarbeiten können. Aber wir sehen uns jetzt in einer halben Stunde wieder, wenn ich das nächste Mal nach dem Fleisch schaue. Eine ganze Zeit, bis das Fleisch richtig gegart ist, aber das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Wasser ist, oder Feuchtigkeit ist auch noch genug drin, dann sehen wir uns in einer Stunde wieder. So, nach fast 3 Stunden ist das Fleisch jetzt soweit durchgegart. Es hat ein bisschen länger gedauert,
Ja, wir pullen jetzt gleich das Fleisch, aber vorher will ich mir noch ein paar dünne Scheibchen vom Paprika und von der Tomate schneiden, weil ich will auf dem Burger noch ein, zwei Scheibchen Paprika und Tomate haben. Deshalb schneiden wir da jetzt noch ein paar dünne Scheiben ab. Das legen wir mal beiseite. Ihr könnt das natürlich auch einfach nur das Fleisch mit den Zwiebeln alleine essen auf dem Burger. Jeder, wie er es will. Ich habe gerne noch ein bisschen Gemüse da oben drauf. Ich lege das mal gerade hier rüber. So, und jetzt schneiden wir noch gerade ein paar Tomätchen. Und dann holen wir das Fleisch. Ich habe natürlich schon probiert, das schmeckt mega. Wahnsinn. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, der Hammer. Wow. Man kann das Fleisch gerade so zerdrücken. Ich muss das jetzt mal schnell noch mal ein Stück probieren mit Zwiebeln. Boah, der Wahnsinn. Huch. Boah, Hammer. Und gleich machen wir unseren Burger. Eine Geschmacksexplosion. Das Fleisch, das zerfällt auf der Zunge. Hammer. Echt Hammer. Und diese Zwiebeln. Ich muss noch mal probieren. So, und jetzt. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Pullen. Jetzt zuzeln wir das und dann machen wir unseren geilen Burger. Ja, geil. Das lässt sich fast pullen wie Pulled Pork. Ich pull das mal fertig und dann melde ich mich gleich wieder, wenn wir unseren Burger bauen. Mega. Und jetzt testen wir es im Burger. Boah, was ein Hammer, ey. Richtig schön dick. Der absolute Wahnsinn. So, und für mich noch ein bisschen Grünzeug. Wie gesagt, wenn ihr kein Grünzeug mögt, dann lasst es weg. Boah, schaut mal an hier. Oh. Saugeil. Perfekte Schärfe. Ich wollte noch eigentlich ein paar Jalapenos drauf machen, aber das ist perfekt scharf. Das ist, boah, ist der Hammer. Absolut der Wahnsinn. Ich esse jetzt den Burger fertig und dann melde ich mich gleich wieder bei euch.
Absolut mega. Ich habe mir jetzt schon den dritten Burger gebaut und habe noch ein paar Kumpels angerufen, die kommen gleich vorbei und helfen mir Zwiebelfleischburger essen. Also wirklich Wahnsinn. Brutzelt das nach. Es ist wirklich der absolute Hammer. Ich bin total begeistert. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Diese Woche wird auch mein neuer Gasgrill geliefert. Da freue ich mich schon mega drauf. Dann gibt es nächste Woche ein Unboxing-Video zum Broil King, aber welcher wird noch nicht verraten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!